Photonen, das Licht in unseren Zellen. Und der Herr Popp ist ein wissenschaftlicher Assistent im International Institute of Biophysics und ist mit der Forschung und Entwicklung biophysikalischen Geräten befasst. Er ist Co-Autor mehrerer wissenschaftlicher Veröffentlichungen und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja. Vor und zurück, ja. Und ich nehme auch an Laserpointer. Ja, wunderbar. So, erstmal möchte ich mich hier herzlich bedanken, dass ich hier dran teilnehmen darf. Im Namen meines Vaters, den Sie wahrscheinlich alle kennen, Fritz Albert Popp, möchte ich mich auch bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, über die Photonen praktisch, über die Biophotonen besser gesagt, zu sprechen. Mein Name, wie schon gesagt, ist Alexander Popp. Ich arbeite jetzt seit 6 Jahren am Internationalen Institut für Biophysik in Neuss. Wir sind ein Institut, was Zusammenschluss hat zu vielen verschiedenen Instituten in aller Welt. China, USA, auch Brasilien noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich heute. Und Japan. Heute werde ich reden über die Biophotonen pro Sekunde. Das war der erste Satz, den mir mein Vater, als ich zum Institut gekommen bin, gesagt hat. Pro Sekunde finden im Mittel etwa 100.000 chemische Reaktionen statt. Wie können diese chemischen Reaktionen, 100.000 Stück an der Zahl, pro Sekunde wirklich in jeder Zelle passieren? Wie kann das möglich sein und was ist der Auslöser dieser Reaktion? Denn man weiß, aus Aktion folgt Reaktion. Also muss eine Aktion vorausliegen, um diese Reaktion auszulösen. Dementsprechend, ich habe nur kurz überlegt und ich wusste ja, dass er am Licht forscht, dementsprechend habe ich einfach gesagt, es muss Licht sein. Ja. Mein Vater hat daraufhin gesagt, ja klar, logisch, es kann nur Licht sein, denn Lichtgeschwindigkeit ist in der Lage, diese chemischen Reaktionen auch wirklich auszulösen. Wenn man sich das ausrechnet, dann ist Licht sogar in der Lage, ein 30 Meter großes biologisches Objekt zu informieren mit dieser Information, dass diese chemischen Reaktionen auch stattfinden können. 30 Meter groß, jetzt guckt man im Internet nach, was ist 30 Meter groß? Das größte Lebewesen, was auf unserer Erde bis jetzt war, war ein Wal mit 30 Meter Länge. Und dementsprechend muss man natürlich vom schlechtesten Fall ausgehen, wie viel Meter können organisiert werden, 30 an der Zahl, und wenn man das teilt durch die Geschwindigkeit, die vorhanden sein muss, dann ist das Lichtgeschwindigkeit. Diese Reaktionen finden in einer Nanosekunde statt, das sind 10 hoch minus 7 Sekunden, die benötigt werden praktisch, um diese Informationen wirklich zu übertragen. Was ist noch nötig für diese Informationsübertragung? Eine gewisse Kohärenz, von der mein Vater immer wieder spricht. Was ist Kohärenz? Ich sehe jetzt, wir haben keine Flipchart da. Deswegen versuche ich es einfach so zu erklären. Eine Kohärenz ist eine Ganzheitlichkeit, eine gewisse Ordnung, ein gewisses Ordnungsprinzip. Man sagt auch im Mathematischen ausgedrückt, ist es das multiplikative Gestaltungsprinzip. Alle Zellen hängen miteinander in Verbindung, in Zusammenhang. Dementsprechend wird dieser Mechanismus auch teilweise von der Psyche gesteuert. Das heißt also, wir sind in der Lage, unsere Photonenemission bewusst zu ändern, unser Ordnungsprinzip durch die Psyche zu steuern und auch bewusst einzugehen, auch bewusst die Photonenemission der Hände zu steuern, das wir auch gemessen haben. Kohärenz bedeutet auch, wenn ich jetzt schön zum Beispiel sage, dann ist das eine Information. Ich kann es aufschreiben, S-C-H-Ö-N, dann wissen Sie alle Bescheid, gut, das heißt schön. Wenn ich also jetzt nur die Buchstaben nehme und sage C-H-N-Ö, dann gibt es keine Information. Das ist für Sie keine Information, das ist nicht kohärent in dem Sinn. Und das meint Kohärenz, diese gewisse Struktur, Struktur, die erhalten sein muss, um Kohärenz zu geben. Was sind Biophotonen? Alexander Gurwitsch ist der ursprüngliche Entdecker der Biophotonen oder der Photonen. Er nannte es damals die mytogenetische Strahlung. Er lebte zwischen 1874 und 1954. Man kann hier, das ist Alexander Gurwitsch, er hat das damals mit einem
ja, Zwiebeldetektor oder Elektronenmikroskop gemessen, dass Zwiebeln, die aufeinander wuchsen, hier in dem Sinn, hier kann man das sehen, die aufeinander wuchsen, eine höhere mitogenetische Strahlung oder eine höhere Mitose, Zellteilung haben, als Zwiebeln, die einfach nicht aufeinander zuwachsen, wo eine Quarzkevette, eine Quarzscheibe zwischen reingeschoben wird, dass man das Licht oder lichtundurchlässige Glasscheibe zwischen reinschieben und man sieht, dass die Mitose nur noch halb so groß ist, wie wenn man diese Glasscheibe wegnimmt. Das heißt also, Licht, damals ist er auf den Gedanken gekommen, Licht muss praktisch als Informationsaustausch für diese Zwiebeln da sein, dass hier die Mitose erhöht wird, die Zwiebeln praktisch in dem Sinn ihre Zellteilung erhöhen. Mein Vater, oder jetzt fange ich hier an, was ist ein Photon? Ganz grob erklärt, grundsätzlich kann man sagen, ein Photon ist ein Sprung eines Elektronen von einem höheren Zustand zu einem niedrigeren Zustand. Das meint, es wird ein Photon freigesetzt, Quantensprung wird das auch genannt. Dieses Photon wird wiederum benötigt, um Energie in diesem Molekularstruktur oder in diesem Atom, um einen Sprung von einem niedrigeren Zustand zu einem höheren zu gewährleisten. Diese Wechselwirkungen finden ständig in unseren Zellen statt. Das passiert ständig in unserem Körper. Dafür sind diese Photonen nötig. Das heißt auch, diese Photonen lösen, wie gesagt, diese Reaktionen aus, diese chemischen. Mein Vater ist irgendwann auf den Gedanken gekommen, er hat eine Doktorarbeit geschrieben über Benzoapyren und Benzobepyren. Das eine ist krebserregend, das andere nicht, obwohl beide die gleiche molekulare Struktur haben, auch die gleiche chemische Struktur, und man kann eigentlich grundsätzlich keinen Unterschied erkennen. Er hat herausgefunden, dass UV-Licht für diese krebserregenden Stoff im Benzobepyren zuständig ist, UV-Licht. Und da ist er auf den Gedanken gekommen, wo ist das schon mal erforscht worden? Wie kann man sehen, dass Licht wirklich hier einen Einfluss auf molekulare Strukturen hat? Warum ist Licht gerade in der Lage, auch krebserregend zu wirken? Und dann ist er auf die Arbeiten von Alexander Gurwitsch gestoßen und hat sich daraufhin Gedanken gemacht. Ein Doktorand damals ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, ich glaube an die ganze Geschichte nicht, dass Licht aus Zellen kommt, das ist alles Blödsinn, Humbug. Und er würde trotzdem gerne Doktorarbeit schreiben, um zu beweisen, dass kein Licht aus den Zellen kommt. Mein Vater hat daraufhin gesagt, gut, bauen Sie ein Gerät, was beweist, dass kein Licht aus den Zellen kommt. Daraufhin ist ein Photomultiplier entstanden, der natürlich genau das Gegenteil bewiesen hat, nämlich dass Licht messbar ist. Ein Photomultiplier funktioniert folgendermaßen, es wird ein Photon in ein Photoelektron umgewandelt, das ist ja durch eine Photokathodenschicht, die damals von Albert Einstein entwickelt wurde, darauf hat er einen Nobelpreis bekommen, und dieses Elektron wird durch die Noden, in dem Sinn Spiegelsysteme kann man so sagen, verstärkt, dass wir hinten am Messausgang ein Photon messen können. Wenn es Klick macht am Photomultiplier, dann wissen wir haben ein Photon gemessen. Wir können inzwischen, was wir messen, in welchem Bereich, ist im komplett sichtbaren Bereich, das heißt im kompletten Planck'schen Spektrum von 200 bis 800 Nanometer, den Bereich umfassen wir vollständig und können dann auch in dem Sinn spektralanalytisch auswerten. Wir können genau sehen, wenn jemand zum Beispiel von der Hand die Photonemission gemessen wird, in welchem Bereich strahlt dieser Mensch besonders stark. Roland van Wijk, ein Wissenschaftler aus unserem Institut aus Holland, hat herausgefunden, dass Menschen, gesunde Menschen im Bereich zwischen 450 und 580 Nanometer besonders stark strahlen. Also wenn man hier sieht, das ist so leicht grünlich bis knapp ins Rötliche, in den rötlichen Bereich. Das ist sehr interessant, denn kurz vorher hat ein indischer Wissenschaftler herausgefunden, dass kranke Menschen in einem UV-Wellenbereich strahlen, eher im niedrigeren Nanometerbereich. Dies wiederum gibt die Möglichkeit zur Hypothese, wie kann eine Heilung entstehen oder wie kann Heilung überhaupt sein? Der Heiler ist in der Lage, rein hypothetisch, ist in der Lage, sich dem Feld des Patienten, dem Wellenbereich über Photonen anzupassen. Er kann sich praktisch also in die Lage des Patienten versetzen und daraufhin diese Wellenlänge ändern in eine gesunde. Das meint wiederum, dass wir als
biologische Systeme in der Lage sind, auch anpassungsfähig gegenüber anderen zu sein. Und diese Änderungen, die passieren, Heilungen, die passieren, die sind nichts anderes als ein Versuch, des Menschen wieder in die richtige Bahn zu bekommen. Die andere Seite ist, es ist unheimlich viel Vertrauen dafür nötig, denn wir wissen, und was ich auch vorhin schon gesagt habe, diese Photonen lassen sich von der Psyche steuern oder steuern sich von der Psyche. Wenn ich kein Vertrauen zu meinem Behandler habe in dem Sinn, dann werde ich auch keinen Effekt erzielen in dem Bereich. Wir haben hier eine Dunkelmesskammer, in der die Photonemission von den Händen gemessen wird. Man kann hier deutlich sehen, in dem Bereich praktisch liegt ein Mensch in einer Dunkelkammer, absolute Dunkelheit. Man kriegt keinen photonenleeren Raum, das geht nicht. Dafür sorgt Heisenberg schon und auch die Hintergrundstrahlung. Der Mensch liegt praktisch hier drin oder gibt einfach seine Hand unter den Photomultiplier. Draußen sitzt ein Operator am PC oder ein Computermensch, der die Photonen praktisch abnimmt. Dieses System, diese Messkammer wird praktisch von einem Kühlungssystem runtergekühlt, nicht die komplette Messkammer, das wäre unmöglich, da könnte man keinen Menschen mehr da reinkriegen. Nur der Photomultiplier wird auf minus 25 Grad gekühlt, aus dem einfachen Grund, die Hintergrundstrahlung so weit wie möglich auszulöschen. Was wir messen, ist die Delayed Lumineszenz und die Spontanemission. Delayed Lumineszenz meint Folgendes, wir haben die verzögerte Lumineszenz oder die Abgabe von Licht nach Eingabe von Licht. Wir bestrahlen praktisch den Körper und messen, was gibt der Körper von sich aus wieder ab. Was wir hier gezeigt haben, ist eine Pflanze. Pflanzen strahlen grundsätzlich viel, viel höher als Menschen. Menschen strahlen sehr gering, das macht die Kohärenz aus. Wir brauchen auch diese Photonen, um uns selbst zu organisieren, um diesen Stoffwechselprozess funktionieren zu lassen, um diese chemischen Reaktionen praktisch auszulösen. Dementsprechend nehmen wir Licht auf, organisieren unseren Körper und geben nur geringfügig Licht wieder ab. Spontanemission ist in dem Bereich, das ist, was der Körper von sich aus abstrahlt, das ist grundsätzlich relativ wenig und wir schauen uns auch an, wie die Speicherfähigkeit des Systems ist über die Delayed Lumineszenz, wie stark, wie viel Licht wird wirklich gespeichert im Körper. Man kann dazu sagen, diese Speicherfähigkeit gibt uns auch Auskunft über die Kohärenzfähigkeit des Systems. Wie viel Licht kann gespeichert werden, wie viel Licht nimmt der Körper auf, um sich wirklich zu organisieren, um sich wirklich zu reorganisieren. Wir haben hier Acetabularia unter einem einfachen Restlichtverstärker. Ein Restlichtverstärker ist nicht so sensitiv wie ein Photomultiplier. Man kann sagen, so ein Restlichtverstärker kann eine Kerze aus 2 Kilometer Entfernung noch sehen. Unser Photomultiplier kann eine Kerze im Dunkeln aus 20 Kilometer Entfernung noch sehen. Man sieht hier diese Acetabularia, also einfache Algen in dem Sinn, Schirmalgen in dem Fall, die dieses Leuchten zeigen. Die Photonemission der Hände kann man hier auch sehen. Interessant fand ich damals immer die Strahlung gerade an den Fingernägeln. Mir hat mal ein Arzt gesagt, man entgiftet über die Fingernägel. Also dementsprechend kann man sagen, die Strahlung, die ich nicht mehr brauche, oder besonders Strahlung, die ich wenig nötig habe, wird besonders emittiert, gerade an den Fingernägeln in dem Fall. Das hier ist ein Delayed Lumineszenz-Bild von Van Wyck Kobayashi im japanischen Institut. Hier ist eine Möglichkeit geschaffen worden, praktisch die Photonenemission zu sehen. Durch CCD-Kameras ist das möglich, aber auch durch eine Wand, die gebaut wurde, wo man sich hinten dran stellen kann. Und dann kann man direkt sehen, wie ist die Photonenstrahlung nach Lichtanregung. Ganz deutlich muss man hier sagen, das ist nach Lichtanregung. Wenn ich hier eine Messung machen würde, ohne Lichtanregung, würde ich gar nichts sehen. An 120 Patienten wurde getestet, was am meisten strahlt des Körpers. Wir haben hier den Oberkörper, den Kopfbereich und den Handbereich. Und man sieht hier deutlich, dass die Hand am meisten strahlt. Also gerade die besondere, die Besonderheit der Hand ist, dass sie einfach enorm viel Photonenemission hat. Jetzt kann man sagen, die Handinnenfläche, wenn ich dorsal eher an die Fingernägel gehe und an den Fingernägeln messe, dann habe ich hier wahrscheinlich eher eine höhere Strahlung als vorher. Das
ist interessant, gerade wenn man in die Richtung Heilung geht, dass gerade die Hände, wenn man von Handauflegen spricht, gerade die Hände diese hohe Photonemission liefern. Und das wiederum macht es auch möglich, diese Hypothesen zu stellen, dass wirklich die Hände in der Lage sind, Menschen zu heilen durch die Übereinstimmung, durch die Überlagerung von gewissen Wellenlängen und dann wieder, um konstruktive oder destruktive Interferenzen zu schaffen, um den Menschen wieder in Heilung zu bringen. Interessant war auch hier, dass andere Möglichkeiten der Meditation und traditionelle Meditations-Practitioners getestet wurden. Und man hat gesehen, dass gerade die Meditation hier eine niedrigere Photonemission bringt als normale Menschen. Das wiederum zeigt, dass der Meditierende die Möglichkeit hat, seine Photonenemission noch stärker zu speichern. Das heißt, er ist in der Lage, sein Organisationsprinzip wirklich auf das Minimum zu beschränken und einfach nicht alles abzugeben, sondern sich wirklich in sich zu kehren und seine Photonenemission auch in sich zu halten. Wir haben noch andere Möglichkeiten der Photonenemissionsmessung. Das ist ein Photomultiplier. Er hat 16 Kammern. Hier kann man Lebensmittelqualitätsanalysen machen. Wir sind auch stark in dem Bereich Lebensmittelqualitätsanalyse. In Österreich Rewe zum Beispiel, eine große Supermarktkette in Deutschland und auch in Österreich, hat sich dieses Gerät zugelegt, um ihre Lebensmittelqualität auch wirklich zu testen und zu schauen, welche Möglichkeiten hat man denn mit Hilfe der Photonenemission. Wir haben hier einen Test, die Messung von Eigelb, von Käfig und freilaufenden Hühnern. Zuerst wurden die Hühner alle im Käfig, sind alle im Käfig aufgewachsen. Man hat hier die Messungen gemacht. Man sieht hier keinen großen Unterschied. Von 21 bis Tag 1 wurden die Hühner zusammen in einem Käfig gesperrt. Nach Tag 1, also ab dem Bereich praktisch, wurde ein Teil der Hühner zu freilaufenden Hühnern, also sie wurden rausgelassen, und der andere Teil blieb weiterhin im Käfig. Man sieht hier deutlich den Unterschied der Photonenemission mit der Zeit. Also das Eigelb strahlt eindeutig mehr von den freilaufenden Hühnern als von den Käfigeiern. Also hier ist deutlich ein Unterschied auch erkennbar. Nochmal zu den Biophotonen. Biophotonen sind kohärente Lichtquanten. Die Messungen werden im Spektralbereich zwischen 800 und 200 Nanometer durchgeführt, also im kompletten Planck'schen Spektrum. Das heißt im sichtbaren Bereich, also auch das Spektrum, was uns die Sonne liefert. Es wird eine ultraschwache Intensität gemessen bei Raumtemperatur zwischen 1 und 100.000, inzwischen 100.000 Photonen pro Sekunde. Und Biophotonen sind auch von der Biolumineszenz deutlich zu unterscheiden. Biolumineszenz ist eine chemische Reaktion, die auch durch Biophotonen praktisch ausgelöst wird. Was hat das Ganze mit Krankheit zu tun? Biophotonen tragen Informationen von Zelle zu Zelle. Die Regulation, die Grundregulation, der Stoffwechsel, alle chemischen Prozesse, die wir haben, werden gesteuert von Biophotonen. Biophotonen, muss ich auch dazu sagen, sind Photonen aus biologischen Systemen. Also sie sind nicht herstellbar durch irgendwelche Geräte. Wenn jemand kommt und sagt, wir haben ein Gerät, woraus Biophotonen kommen, dann ist das meistens unseriös und auch wirklich zur Seite zu stellen. Krankheiten sind stets Störungen unseres Regulationssystems und entstehen aus Fehlinformationen durch äußere sowie innere Einflüsse. Wir haben am Anfang schon gehört, die Psyche ist in der Lage, unsere Photonenemission zu ändern. Das meint auch, dass wir auch durch unsere Psyche Krankheit beeinflussen können. Wir sind hier am Psychomedizin-Kongress, also denke ich, passt das ganz gut, wenn man sagt, die Depression zum Beispiel ist in der Lage, die Photonenemission, Fehlinformationen zu liefern, dass Krankheiten entstehen können. 100.000 chemische Reaktionen, das habe ich schon zu Anfang gesagt, Auslöser dieser Reaktion sind die Biophotonen, aber man braucht keine 100.000 Biophotonen, um auch 100.000 chemische Reaktionen entstehen zu lassen. Es langen 5 Photonen in dem Fall zum Beispiel. Die Sache ist, die Kohärenz, die Quantenkohärenz macht es möglich, dass einfach das Gesamtsystem informiert wird und nicht nur ein kleiner Teil. Diese Quantenkohärenz ist auch ein großer Teil der Photosynthese bei Pflanzen, ist in der Berkeley University in Amerika vor kurzem letztes Jahr herausgefunden worden. Andere Möglichkeiten zum Nachweis der Kohärenz, denn nicht jeder kann sich einen Photomultiplier in die Praxis stellen, will ich mal so sagen, ist die Regulationsdiagnose.
Die Regulationsdiagnose geht auf die Hautleitfähigkeit über. Wir messen 1000 Punkte der Hautleitfähigkeit und tragen die zu ihrer Häufigkeit auf. Das Weber-Fechner-Gesetz, was ich jetzt erkläre, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, ist, die Empfindung wird praktisch in Logarithmen gezeigt. Wir sehen hier, die Empfindung ist von der jeweiligen Art des Reizes mal den Logarithmus aus dem Reiz durch die Integrationskonstante oder den Schwellenreiz. Anders gesagt, das Weber-Fechner-Gesetz besagt, die logarithmische Stärke von Sinneseindrücken ist, oder die Empfindung ist logarithmisch zu unseren Sinneseindrücken. Wir können es auch anders sagen oder besser erklären, wenn wir zum Beispiel am Flughafen stehen und über unseren Kopf fliegt ein Düsenflieger, dann müsste normalerweise unser Trommelfell platzen durch die starke Intensität. Diese starke Intensität wird aber vom Körper abgeschwächt und wir schützen uns selbst dadurch. Vielleicht eine bessere Erklärung habe ich auch noch. Wenn man hingeht und sitzt in einem dunklen Raum und es wird so ein bisschen ein Tick heller, dann merkt man das sofort. Wenn ich aber in einem ganz hellen Raum sitze und es wird heller, dann merke ich das überhaupt nicht. Das ist dieser Logarithmus. Ich nehme schwache Intensitäten praktisch stärker wahr als schwache Intensitäten oder als starke Intensitäten. Der Logarithmus praktisch kann hier berechnet werden. Auch eine andere Erklärung hierfür ist das multiplikative und das additive Gestaltungsprinzip. Multiplikativ bedeutet, dass alle Zellen in Zusammenhang stehen. Wenn ich 1000 Messwerte des Hautleitfähigkeitswertes nehme, dann müssen die praktisch, weil ich ja einen Körper, ein System messe, nicht chaotisch verteilt sein, sondern theoretisch müssten sie logarithmisch verteilt sein. Alle Zellen hängen in Zusammenhang. Die Kohärenz ist auch dieses multiplikative Gestaltungsprinzip und dementsprechend muss eine logarithmische Normalverteilung bei gesunden Probanden da sein. Wenn ich jetzt aber eine Gauss-Verteilung messe, dann weiß ich, ich habe hier kein multiplikatives Gestaltungsprinzip, sondern ein additives Gestaltungsprinzip. Diese Werte rechnen sich einfach chaotisch auf. Ich habe reine Chaos- oder Zufallswerte gemessen und der Körper ist in Krankheit. Ich kann also somit sagen, gut, wenn ich einer logarithmischen Normalverteilung folge, bin ich gesund. Wenn ich einer Gauss-Verteilung folge, weiß ich, ich bin krank. Es ist Krankheit in meinem System. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn ich gesund bin und eine Gauss-Verteilung messe, dass ich krank werde, dass der Körper im Moment mit Fehlinformationen gefüttert wird in dem Sinn und Krankheit entstehen kann. Diese ganze Sache wurde getestet aus dem einfachen Grund. 1970 ist Professor Mehlhardt und Dr. Schmidt auf meinen Vater zugekommen und sie haben ihn gefragt, die Elektroakupunktur, die ein eventueller Begriff ist, es handelt sich hier auch um Leitfähigkeitswertmessungen an den Eckpunkten der Meridiane und ist das überhaupt möglich, dass die keinen Humbug erzählt? Ist das eine reine Kaffeesatzleserei oder ist es wirklich ein physiologischer Parameter? Mein Vater hat daraufhin gesagt, gut, wir können einen Test machen in einem Krankenhaus, hatte damals noch gute Kontakte, in einem Krankenhaus, ob diese Leitfähigkeitswerte sich nach einer logarithmischen Normalverteilung verteilen, dann handelt es sich auch um einen physiologischen Parameter wie Blutdruck, Blutwerte, Pulsmessung, Potentialmessung, EEG. Die lassen sich alle auf die logarithmische Normalverteilung berechnen. Damals wurden 180 Probanden rausgesucht, es wurden die Messungen an den Eckpunkten der Meridiane gemacht und man kann hier deutlich die 99,9%ige Signifikanz zur Log-Normalverteilung sehen. Also dementsprechend ist der Hautleitfähigkeitswert auch ein physiologischer Parameter, der in der Medizin auch unserer Meinung nach mehr Anwendung finden sollte. Sicher gibt es Streitpunkte, was ERV betrifft, durch die Federstiftelektrode, also durch die Elektrode, aber das will ich hier jetzt nicht diskutieren. Wir haben hier ein Beispiel eines relativ gesunden Probanden. Wie gesagt, wir haben die Leitfähigkeit praktisch auf ihre Häufigkeit aufgetragen. Die Balken bezeichnen diese Häufigkeit und ich kann hier diese logarithmische Normalverteilung sehen. Diese Parameter beschreiben diese logarithmische Normalverteilung. Ich habe den A-Index, der beschreibt die Verteilung zur Lognormalkurve, praktisch inwiefern die blauen Balken die grüne Kurve erreichen. Der B-Index beschreibt die Abweichung zur Gauss-Verteilung. Abweichung zur Gauss-Verteilung meint, inwiefern habe ich hier eine Übereinstimmung zur Log und inwiefern weicht es von dieser roten Kurve praktisch ab. Der C-Index bedeutet das Verhältnis von B zu A. Inwiefern überlagern sich diese Kurven, liegen die komplett übereinander, wenn die rote praktisch auf der grünen oder andersrum liegt, dann sehe ich, dass diese Bereiche in den roten gehen.
Der D-Index ist die Energiebereitstellung, wie wir herausgefunden haben. Es ist der Mittelwert der Leitfähigkeit. Interessanterweise korreliert er wirklich mit dem Erschöpfungszustand oder mit dem aktiven Zustand des Probanden. Die letzten drei Balken sind die Schiefe, die Wölbung und die Streuung oder die Breite der Kurve und beschreiben die Arbeitsbereitschaft. Aus diesen Parametern, die hier gemessen wurden, kann man eine Faktoranalyse erstellen. Was macht eine Faktoranalyse? Eine Faktoranalyse ist eigentlich aus der Psychologie heraus entdeckt worden, und zwar, bin ich schon zu lang? Etwas langsam. Langsamer? Ich muss wieder. Soll ich nochmal anfangen? Ich warte, bis ich... Ja, dann... Ja. Zum Leitfähigkeitswert, zum Mittelwert der Leitfähigkeit. So, dann werde ich etwas langsamer reden. Ich hoffe, das ist schon immer mein Problem gewesen, dass ich sehr schnell rede. Oh, das ist nett. Für die Deutschen ist wunderbar. Für die Deutschen ist das super, ja. Für die Brasilianer muss... Brasilianer reden doch aber auch schnell. So. Eine Faktoranalyse macht Folgendes, dass er diese Parameter, die hier gemessen wurden oder die hier aufgezeichnet wurden, nimmt und sie aufteilt zu gesunden und kranken Probanden. Man nimmt praktisch gesunde, eine gewisse Anzahl von gesunden Probanden, eine gewisse Anzahl von kranken Probanden und schaut sich an, inwiefern ist die Diagnose in der Lage, gesund und krank auch wirklich zu trennen. Man kann hier sagen, wir haben 5 Faktoren rausgefunden. Anders erklärt ist es so, wir nehmen die Parameter, nehmen gesunde und kranke Personen, schmeißen das alles in den Sack, würfeln und gucken, ist das wirklich möglich, gesund und krank zu trennen. Ich werde langsam wieder schneller, gell? Wir haben hier herausgefunden, dass es 5 Faktoren gibt, die unterschiedliche Parameter zusammennehmen und gesund und krank auch wirklich genau trennen. Diese Faktoranalyse wird hier oben aufgezeigt. Diese Interpretation dieser Faktoranalyse, die konnten wir nicht machen. Das mussten Anwender machen. Das heißt, wir haben 120 Anwender zurzeit, die diese Regulationsdiagnose anwenden und auch in der Interpretation durch Anwenderseminare herausgefunden haben, was die Bedeutung dieser Faktoren sind. Der erste Faktor bedeutet... zeigt die Psyche auf, zeigt, inwiefern jemand psychisch erkrankt ist oder inwiefern er gestresst ist oder im Gegensatz dazu, wie starr er ist, wie stabil er ist, wie er seine Psyche gerade hält. Man kennt das vielleicht von MS-Patienten, die in die Praxis kommen, die einfach nur ihre Therapie wollen. Die wollen nicht nach rechts und nach links gehen, die wollen nur geradeaus gehen. Es gibt praktisch keine Abweichung von diesem Bereich. Ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt. Wir haben das schon öfter erlebt und auch viele Anwender haben das schon oft erlebt. Dann geht dieser Bereich in den 100%-Bereich. Man kann sagen, 100% ist in dem Fall zu viel. Die Starre ist nicht gut für das System. Man sieht dann auch die Verteilungskurve, die dann stark nach links verdrängt wird. Die geht dann richtig in eine sklerotische Richtung. Ich habe später ein Beispiel dazu. Der zweite Faktor misst die Parameter, die an den Akupunkturpunkten gemessen werden. Wir nehmen 1000 Leitfähigkeitswerte auf, wie schon gesagt, 500 an der Handinnenfläche und 500 auch an den Endpunkten der Meridiane oder EAV-Punkten. Die wollten wir nicht ausschließen. Die Parameter praktisch zeigen den zweiten Faktor, gerade die Parameter der Akupunktur, die zeigen, wo hier eine organische Problematik vorliegt. Wenn jemand organisch erkrankt ist, wenn jemand ein Leberkarzinom hat oder ein Magenkarzinom, dann sieht man das deutlich, dann geht dieser zweite Faktor in den roten Bereich zu 0% meist. Der dritte Faktor zeigt die Links-Rechts-Symmetrie, zeigt, inwiefern der Körper in der Lage ist, eine Harmonie zwischen rechts und links vonstatten zu kriegen oder wo ist ein Problem. Ich kann auch rechts und links angucken und sagen, gut, die rechte Seite ist schlechter als die linke. Dementsprechend sehe ich auch hier, dass der Faktor ein bisschen ins Rote geht. Der vierte Faktor beschreibt das Grundregulationsprinzip nach Pischinger, das
das Ausleitungsverfahren der Gifte über das Bindegewebe. Man kann hier deutlich sehen, das ist in einer Studie mit Hehl herausgefunden worden, dass die Ausleitung der Gifte über das Bindegewebe eine Belastung sein kann, gerade in diesem Bereich, und dass dieser Bereich dann auch in den roten Bereich geht. Also ich weiß, wenn das Bindegewebe belastet ist mit Giften, geht dieser Faktor in den roten Bereich. Der fünfte Faktor hängt stark mit diesem Mittelwert der Leitfähigkeit zusammen und zeigt die Bereitschaft, die Energie auch zu nutzen. Wie stark nutzt der Körper die Energie, die er zur Verfügung hat? Aus diesen Faktoren kann man natürlich Energie auch zu nutzen. Wie stark nutzt der Körper die Energie, die er zur Verfügung hat? Aus diesen Faktoren kann man natürlich genauer in das System gucken. Genauer interpretieren, was ist mit dem Probanden, welche Probleme hat der Proband und liegt es hauptsächlich in der Psyche oder im Organischen wirklich? Und ich muss fragen, wo ist die Medizin wirklich in der Lage, diese beiden Sachen zu trennen? Also zu sagen, das liegt hauptsächlich im Psychischen oder das liegt nur im Organischen. Ich bin der Meinung, dass alles aus dem Psychischen heraus fungiert und dass organische Erkrankungen erstmal die psychischen Problematiken voraussetzen. Der erste Faktor, das sieht man oft, wird meistens erst rot und dann kommt der zweite Faktor nach. Es gibt aber auch Leute, die organisch krank sind und versuchen ihre gerade oder diese Stabilität in der Psyche beizubehalten, weil sie nicht aufhören können zu arbeiten jetzt zum Beispiel, weil sie den Stress in dem Sinn benötigen, um Familie zu organisieren oder Familie zu versorgen. Und dann sieht man deutlich, dass der zweite Faktor immer schlechter wird und der erste auf 100% starre zeigt. Hier habe ich einen Sarkoidose-Patienten. Bei Sarkoidose ist das Problem, dass man nicht wirklich genau weiß, ist es von Krebs, ist es jetzt Krebs oder ist es Sarkoidose. In dem Fall sieht man hier Faktor 1 auf fast 85%, das ist extrem gut. Faktor 2, 12%, also man sieht die organische Belastung, die hier schon vorliegt. Faktor 3 auf 42%, es ist eine Rechts-Links-Symmetrie vorhanden. Faktor 4 100%, also er arbeitet zu 100% an der Ausleitung der Gifte. Und da stelle ich auch immer wieder die Frage, wie kann das sein, dass die Organe so belastet sind, aber das Bindegewebe so extrem arbeitet? Ganz aus dem einfachen Grund, weil die Organe diese Gifte innebehalten und nicht ins Bindegewebe ableiten. Und dementsprechend wird die organische Situation komplett vergiftet. Der Körper kann die Gifte nicht wirklich ausleiten. Es ist wie eine Pumpe praktisch, die leer läuft und irgendwann zur Explosion führt. Man sieht hier auch, der Proband ist in kompletter Erschöpfung, er nutzt seine Energie nur zu 0%, also gar nicht, und arbeitet aber extrem an der Regulation. Und diese übermäßige Immunabwehr, die lässt sich in Sarkoidose ganz deutlich erkennen. Man muss dazu sagen, das ist auch keine Gauss-Verteilung. In Krebspatienten erkennt man eher an einer Gauss-Verteilung. Das hier ist eine nach links verzogene Log-Normal-Verteilung oder fast schon eine Abkling-Verteilung praktisch oder ja, hyperbolischer Status. Man muss dazu sagen, dass das deutlich ein Zeichen ist, dass es sich nicht um Krebs handelt. Das ist hier deutlich ein Sarkoidose-Patient. Man kann ihn auch gerne verwechseln, hier in dem Fall mit einem MS-Patienten teilweise. Interessanterweise ist es so, dass hier MS und Krebs komplett die gegenteiligen Zeichen zeigen. In dem Fall waren besonders die Lungen betroffen und der Proband, der musste arbeiten, er war Lehrer und ihm blieb gar nichts anderes übrig. Er musste seine Psyche weiter stabil halten, musste weiter, und er war auch der Typ, der nicht sagt, ja gut, ich höre jetzt auf zu arbeiten, ich ruhe mich jetzt erstmal aus, sondern er war wirklich der Typ, der sagte, ich kann nicht, ich muss weiterarbeiten, ich muss weitermachen. Und das hat ihm im Endeffekt zwar nicht das Leben gekostet, aber ganz schön runtergebracht. Man sieht ja auch am Energiewert, dass er komplett erschöpft war. Ja, also das war es erstmal von mir. Ich habe mir viel Zeit gelassen für Fragen. Sie können mehr Informationen unter www.iib.med in Deutschland erfahren. Auf Englisch ist www.lifescientist.com. Und ich würde mich freuen, wenn ich was von Ihnen höre. Jetzt würde ich einfach sagen, fangen wir an mit einer Fragerunde. Habe ich euch so erschlagen? Ja? Nein. Ja. Ja. Warten Sie einen Moment. Ich
Ich habe eine Frage zu den Lebensmitteln. Sie haben ja eben angedeutet, dass Rewe Interesse daran hat, die Frische oder die Qualität der Lebensmittel mit einer gewissen Apparatur zu bestimmen. Ja. Das ist ja nicht ganz neu, da hat Ihr Vater ja schon vor Jahren dran geforscht. Er hat damals aber festgestellt, das ist mein Wissensstand, dass man nur immer Gleiches mit Gleichem vergleichen kann. Das heißt, Sie können nur Eier mit Eier vergleichen. Richtig. Damals war der Trend, dass man sagt, kann ich einen Obstkorb zu einem anderen Obstkorb auch vergleichen. Mhm. Ist das heute möglich oder immer noch nicht? Es ist immer noch nicht möglich. Klar, ich kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Also das ist logisch. Und es hat auch mit der Anpflanzungsart, es hat mit allem Möglichen zu tun. Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel in Brasilien scheint die Sonne relativ viel und dementsprechend kriegt das Lebensmittel auch viel Sonne ab und hat dementsprechend auch eine relativ hohe Qualität. In Deutschland ist es weniger und dementsprechend, wenn ich jetzt brasilianische Äpfel mit deutschen Äpfeln vergleichen würde, würde ich deutlich einen Trend zu brasilianischen Äpfeln finden. Das ist sehr deutlich. Was ich vorhin meinte, war, dass Rewe schon ein Gerät hat und auch diese Datenbanksammlung macht. Es geht ja um Folgendes, dass man gewisse Daten sammelt. Zurzeit ist man so weit, dass man wirklich Vergleiche ziehen kann zu unterschiedlichen Lebensmitteln. Bei Fleisch zum Beispiel ist es ganz einfach, man kann Schweinefleisch messen und das ist zwar in einem BMBF-Projekt, was damals stattfand, 2003, dass man gesehen hat, dass man den frischen Zustand von Schweinefleisch deutlich messen kann. Also dass man nach dem zweiten und dritten Tag sehen kann, wie die Photonenemission stark steigt, zum Beispiel durch die Bakterien, die auch strahlen. Man kann hier auch sehen, wenn ich jetzt jedes andere Schweinefleisch praktisch nehmen würde, dass dieses eine gewisse Photonemission hat und kann dann vergleichen. Aber dazu brauche ich einen gewissen Datenstand. Das heißt, ich muss viele Daten sammeln und damals war sicherlich der Stand, dass man das nicht vergleichen konnte, dass man Gleichproben haben musste. Bei Wasser ist es heute noch so. Wasser ist ein sehr schweres Thema. Wir können auch Wasserqualität in Anführungszeichen, weniger Qualität, man kann unterschiedliches Wasser kann man bestimmen, man kann sehen, wie die Unterschiedlichkeit ist, kann auch sehen, wie die Speicherfähigkeit des Wassers praktisch ist, aber dazu braucht man halt zwei gleiche Proben Wasser. Bei Lebensmitteln ist es so, wir haben einen gewissen Datenstand, wir haben Birnen aus allen möglichen Ländern und aus allen möglichen Anbauarten schon gemessen, zum Beispiel, ich sage jetzt nur Beispiel Birnen, auch Gurken und andere Lebensmittel, Salat, und können inzwischen sagen, wirklich dieses Lebensmittel ist qualitativ hochwertig oder qualitativ mittelwertig oder niedrig. Ganz aus dem einfachen Grund, wenn man eine gewisse Datenbasis hat, dann weiß man auch, was gut und was schlecht ist. Und aus dieser Datenbasis kann man natürlich neue Erfahrungen schöpfen. Datenbasis bezüglich von Mikroorganismen, gerade die Probiotik sind da jetzt der Trend weniger. Und ich sag mal, da gibt es ja qualitative Dinge. Weniger. Haben Sie noch nicht. Und ich muss auch dazu sagen, diese Probiotik und die ganzen anderen Sachen, es handelt sich ja hier um Bakterien praktisch, die versuchen, den Körper wieder neu zu säubern oder den Darm zu reinigen. Ich will keine Werbung machen, aber mir hat ein Arzt empfohlen, kann Fermentgetreide. Ich habe das bei meinem Sohn ausprobiert und das hat wunderbar gewirkt. Also das ist eigentlich das Beste, was es gibt, Probiotik. Da müsste man den Udo Pollmer als Lebensmittelwissenschaftler mal fragen. Der hat eine eigene Meinung davon. Gebiet, ja, ist mir ganz klar. Nur ich dachte jetzt, man kann da also auch Photonen messen. Bisher haben wir da keine Messungen drüber gemacht. Gar keine. Nein. Mhm. Okay. Ja. Oh, jetzt kommen die Fragen. Super. Wollen wir erst die Reihe abarbeiten und dann uns rüber? Eine Frage. Ja. In welcher Relation steht Konzentration oder Meditation zum zur Hautleitfähigkeit? Es ist so, dass es die Energiewerte ein bisschen nach unten bringt, also den Mittelwert der Leitfähigkeit etwas erniedrigt, deswegen oder niederer macht. Wir sagen oft, dass es so ist, dass Konzentration grundsätzlich natürlich immer eine gute Sache ist. Konzentration heißt, dass ich versuche, mein Organisationsprinzip wirklich auf das Mindere zu beschränken und nur wirklich den Stoffwechsel zum Arbeiten zu bringen. Der Hautleitfähigkeitswert, aus diesem Grund nehmen wir auch 1000 Punkte auf, lässt sich dadurch relativ wenig beeinflussen. Es gibt einen Einfluss, aber der ist relativ wenig. Ich muss auch sagen, dass eher eine logarithmische Normalverteilung entsteht bei Konzentration. Wir haben das schon oft getestet. Ich habe auch Qigong-Meister getestet, die auch in Meditation gegangen sind, die gezeigt haben, dass gerade, wenn ich jetzt zurückgehe, gerade diese logarithmische Normalverteilung in eine schönere Form kommt. Danke sehr. Ein Mikrofon bitte hier vorne. Ja, und jetzt nehme ich den.
wirklich Angst, ich hatte eine Frage. Okay. Zunächst einmal meinen herzlichen Glückwunsch für diesen hervorragenden Vortrag. Hallo, 1, 2, 3 jetzt. 1, 2, jetzt. Wunderbar. Sie können mich jetzt hören, oder? Gut. Also zunächst einmal meinen herzlichen Glückwunsch für diesen wirklich hervorragenden Vortrag. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie und Ihr Vater es ermöglicht, dass man durch Biophotonen Energie auch zu nutzen. Wie stark nutzt der Körper die Energie, die er zur Verfügung hat? Über Biophotonen. Es gibt keine Biophotonenbehandlung in dem Sinn. Man kann Biophotonen kommen aus biologischen Systemen. Es gibt keine Geräte, die diese Biophotonen wirklich heraus zu kristallisieren oder aus Geräten technisch zu holen. Man muss ganz deutlich sagen, Biophotonen kommen aus biologischen Systemen. Das heißt auch, dass nur der Mensch in der Lage ist, seine Biophotonenemissionen und durch die Psyche, die er hat, durch dieses Bewusstsein, die wir haben, auch zu ändern. Und dementsprechend gehen wir sehr stark in der Annahme, dass nur Heilung in der Lage ist, diese Biophotonenemissionen am Menschen selbst zu ändern und auch diese Heilungseffekte zu holen. Gerätschaften gibt es viele, die Lichtgeräte zum Beispiel, die aber nichts mit der Photon oder mit Biophotonen zu tun haben. Das sind reine Photonenmessgeräte, die von der Biophotonenemission deutlich zu trennen sind. Ganz aus dem einfachen Grund, diese Geräte, die hier hergestellt werden, diese Photonengeräte, haben eine spezielle Wellenlänge. Die arbeiten immer mit speziellen Wellenlängen. Aber wir messen ja Biophotonen und sind in einem relativ großen Spektrum. Das heißt auch, dass wir in der Lage sind, uns an dieses große Spektrum anzupassen. Und das ist ein Licht, eine Lichtdiode in dem Fall nicht. Sim, obrigado pelo conhecimento. E a minha pergunta seria justamente se alguma doença específica foi abordada com duplo cego em relação a uma possível estratégia de tratamento. Das heißt, gab es zum Beispiel eine bestimmte Behandlungsmethode, die durch diese Biophotonen-Radiation, Ausstrahlung irgendwie entwickelt wurde? Bestimmte Behandlungsmethode, die... Schwierige Frage. Wir haben oft, wie gesagt, an Heilern gemessen und oft im Bereich Krebs. Also wir sind sehr in den Bereich Krebs gegangen und haben da geschaut, was gibt es da für Möglichkeiten? Gibt es Möglichkeiten, den Patienten wieder in die richtige Spur zu bringen? Ich weiß nicht, ob Wolfgang Mali heute da ist. Er arbeitet mit der Uniklinik Bochum zusammen und hat auch ganz große Erfolge, gerade in dem Bereich der Heilung. Er sagt, dass er es so macht, dass er die Menschen zusammen mit den Menschen in Meditation geht, also erstmal diese Photonemission praktisch bündelt im Körper und ihnen sagt, sie sollen sich vorstellen, dass sie Licht einatmen und den ganzen Schmus praktisch ausatmen. Das funktioniert, es ist interessant. Die Sache ist, dass die Patienten, er hat 4 Pankreaskrebspatienten bis jetzt geheilt in dieser Uniklinik Bochum und auch Brustkrebspatienten 2 Stück, die geheilt worden sind, die ursprünglich eigentlich austherapiert waren. Also da war keine neoadjuvante Therapie, sondern hier hieß es, tut mir leid, da ist vorbei, ja. Also das ist die einzige Möglichkeit. Wir haben keine Geräte entwickelt, die es möglich machen, diese Photonemissionen zu zeigen. Es gibt Ideen. Wir haben Theorien praktisch über ein Gerät, welches auch therapieren kann. Aber es wird im Moment in Japan entwickelt. Das ist ein an das EEG gekoppeltes Lichtdiodensystem praktisch, was die Frequenzen des EEGs übermittelt und dann mit Licht auf den Kopf praktisch strahlt. Das hat in Studien gezeigt, dass die Immunabwehr erhöht wird. Also praktisch, dass die Killerzellen in dem Fall erhöht werden, sodass auch
in dem Fall waren es auch Krebspatienten, ein besseres Immunsystem kriegen. Aber wir sind der Meinung, dass es wirklich an dem Spektrum liegt und dass man erst die Messung abmessen müsste von der Biophotonenemission, dass man schauen müsste, in welchem Frequenzbereich strahlt dieser Mensch und dann den Menschen langsam an das gesunde Frequenzbereich wieder anpassen. Und das müssten wechselbare Lichtdioden sein, die dann auch praktisch so in dem Fall die gleiche Frequenz haben wie der Proband selbst. Also Theorien gibt es darüber, aber es ist noch nichts entwickelt worden in dem Bereich. Bis in Japan bei Professor Tsutomu Kamai, der Forschung darüber macht und auch mit unserem Institut im Moment in Zusammenarbeit arbeitet. Danke. Danke. Bitte. Ich habe eine ganz kurze Frage. Haben Sie homöopathische Mittel, also potenzierte Arzneien, untersucht? Gibt es da Unterschiede zu nicht potenziert oder bloß verdünnten Arzneien? Es gibt Unterschiede. Professor Bajpai aus Indien macht zurzeit ganz große Studien im Bereich von homöopathischen Mitteln zusammen mit einer Frau Dr. Karin Lenger. Diese Studie zeigt deutlich, dass man die unterschiedlichen Potenzen auch messen kann. Also man kann deutlich zeigen, dass unterschiedliche Potenzen auch in homöopathischen Wasser oder in homöopathischen Präparaten sind. Also die Messungen werden gemacht. Ergebnisse zurzeit sind nur veröffentlicht in Amerika. Wenn Sie möchten, ich lasse sowieso ein paar Visitenkarten hier, schicke ich Ihnen gerne so eine Arbeit zu oder ich werde sie an Herrn Göbel schicken, dass er sie in den Verteiler bringt. Ich habe noch mal eine kurze Frage zur Ernährung und zwar, wie ist das denn mit tiefgefrorenen Nahrungsmitteln? Ja. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe vorhin kurz erklärt, dass das Wort schön, dass man das so schön auseinanderlegen kann. Es hängt mit der Struktur zusammen. Wenn ich etwas tief gefriere, dann zerstöre ich diese molekulare Struktur. Ich bringe praktisch in dem Sinn auch Wasser rein. Wasser hat auch eine gewisse Speicherfähigkeit. Ich erhöhe die Photonenemission. Aber nach dem Wiederauftauen strahlt das Lebensmittel gar nicht mehr. Ja, bitte? Oder darf er erst? Ja. Lebensmittel. Es geht auch um die Lebensmittel. Ja. Wie verhält es sich bei Nahrungsergänzungsmitteln? Da ist das Gleiche mit der Struktur. Die Struktur wird aufgelöst und geht völlig verloren. Es ist wichtig, die molekulare Struktur dieses Systems aufrechtzuerhalten, damit es auch diese Photonenemission hat. Also da fehlt auch jeglicher. Es gibt zum Beispiel diese Algen. Mir fällt das Produkt, der Produktname nicht ein. Es gibt ein bestimmtes Algenpräparat. Spirulina, genau, Spirulina, sind getestet worden und da hat man deutliche Photonenemissionsunterschiede gesehen. Aber wie gesagt, die Struktur fehlt halt komplett. Und das ist eigentlich das Wichtige, was wir auch benötigen. Ja, jetzt. Mein Name ist Fabio Nasri, ich bin aus Brasil. Parabéns pela sua palestra. Eu queria te perguntar, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do caos e saúde. E tal sorte que padrões de irregularidade nas emissões das emanações do corpo, seja através da frequência cardíaca, através das ondas cerebrais, durch zum Beispiel Gehirnströmung. Das heißt, je mehr Unregelmäßigkeiten, je mehr Chaos wir im Körper haben, desto mehr Gesundheit oder Krankheit, je nachdem, wie man das sieht. Das heißt, das Altern heißt ja im Prinzip, dass wir uns in einem komplexen Prozess befinden und so gesund altern. Wenn wir diese Komplexität verlieren, dann altern wir nicht, sagen wir mal, gesund. Wenn man diese Chaoskurse noch einmal zu Rate zieht, kann man sehen, je mehr Symmetrie, desto weniger Gesundheit. Sie haben die Wellen, die Photonen, die Photonemissionen und die Zusammenhänge noch einmal zusammengefasst. Und ich denke, das ist vielleicht interessant, wenn man das in Verbindung bringt mit der Chaostheorie.
Absolut richtig. Ich muss dazu sagen, dass wir in einem ständigen Wechsel leben zwischen Chaos und Ordnung. Also der gesunde Mensch ist nicht in der Starre. Der gesunde Mensch lebt beides. Er ist ab und zu im Chaos und ab und zu in schöne Ordnung. Diese Symmetrie zwischen beiden, dieser Zusammenhang zwischen beiden, der ist wichtig. Wir sehen auch hier in der Regulationsdiagnose, wir haben jetzt Messungen gemacht über mehrere Jahre, jeden Tag an Leuten und haben gesehen, dass wirklich Schwankungen drin sind, die liegen bis zu 16%. Das ist noch niedriger als der biologische Rhythmus, wenn man sich vorstellt, dass der biologische Rhythmus bei 30% liegt. Also sind wir da eigentlich noch recht gut. Ich muss auch dazu sagen, dass das Chaos in dem Sinn, ein kurzfristiges Chaos, nicht so schlimm ist wie ein chronisches Chaos. Und das macht den Menschen im Endeffekt krank. Ja. Danke. Vielen Dank. Danke sehr. Bitte schön. Ja. Bon. Hallo? Hallo. Okay. Ich möchte noch einmal auf die Ernährung zurückkommen. Wie sieht es denn bei Mikrowellenessen aus? Energie auch zu nutzen. Wie stark nutzt der Körper die Energie, die er zur Verfügung hat? Was warm machen auf dem Herd, also ohne Mikrowellen. Aus diesen Faktoren was die Ergebnisse zusammengetragen haben. Mikrowellenessen ist grundsätzlich tot, wenn es aus der Mikrowelle kommt. Also strahlt nichts mehr. Mikrowellenessen ist schlecht, kann ich deutlich sagen, in der Biophotonenemission. Ist nicht gut. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Kochen oder Dunsten die Struktur noch ein wenig aufrechterhält, aber diese Mikrowellen zerstören und zerfetzen die komplette molekulare Struktur und dementsprechend ist es auch nicht wirklich ratsam, mit Mikrowelle zu essen. Oder ich denke, ja. Und wie war das jetzt beim Dünsten, wenn wir jetzt einfach nur dünsten oder kurz ankochen? Struktur nicht wirklich. Also nur anfänglich. Es ist so, dass es weniger strahlt, aber immer noch so viel, dass es uns ernährt. Ja. Es ist auch so, dass das Dünsten in der Lage ist, genauso wie das Kochen, die Bakterien abzutöten. Und diese Bakterien strahlen ja selbst. Also dementsprechend ist es logisch, dass es dann ein bisschen weniger strahlt, weil einfach es reiner ist, das Essen. Und auch gesünder und besser für uns. Ja. Wow. Das macht Spaß. Herr Poppe, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Ihre Verhaltenheit der Biofongeräte. Also ich weiß, dass diese Geräte also doch einen immensen Erfolg zeigen, und zwar auch das von dem Herrn Dr. Köhler entwickelte. Worauf führen Sie das denn dann zurück? Weil ich meine, man hört ja doch eine sehr große Skepsis heraus Ihrerseits. Ich sage nicht, dass diese Geräte schlecht sind. Die Geräte haben bloß nichts mit Biophotonen zu tun. Die Sache ist, diese Lichtgeräte haben ja auch eine gewisse Kohärenzzeit. Diese Kohärenzzeit, wenn man sich vorstellt, der beste Laser, der von den Amis inzwischen entwickelt wurde, der hat eine Zehntelsekunde Kohärenzzeit. Das ist alles, was er hat. Wenn ich mir ein biologisches System ansehe, dann habe ich hier Kohärenzzeiten von Stunden bis hin zu Tagen. Also eine viel längere und breitere Informationsspanne oder Aufnahme oder Möglichkeit der Aufnahme, als ein Photonengerät jemals haben kann. Also ein Lichtgerät jemals haben kann, zumindest zur Zeit. Es mag sein, dass irgendwann sich die Gerätschaften so ändern, dass man diese Kohärenzzeit auch hinkriegt. Man hat Änderungen mit diesen Lichtgeräten und die kann ich auch nicht abstreiten, die weiß man und die haben wir auch gemessen. Wir haben auch Erfolge mit der Regulationsdiagnose gemessen mit Lichtgeräten und das ist auch in Ordnung, das ist gut, es ist der richtige Weg, aber wie gesagt, es hält meistens nur kurzfristig an. Die Sache ist, es müssen mehrere Therapien vonstatten kommen, es ist nicht so, dass eine Therapie wirklich Wunder bringt und dementsprechend bin ich eher der Meinung, dass man diese Sache ist wunderbar, gute Sache, gute Idee, richtiger Weg, aber man sollte sich doch auch auf den Menschen konzentrieren und die Heilung, die vom Menschen selbst ausgeht, eher in den Vordergrund stellen. Denn das hat mehr mit der Psyche zu tun. Wenn ich jemand vor ein Gerät setze, habe ich kein Gespräch mit ihm. Wenn ich mit ihm spreche, weiß ich, was dem Menschen fehlt. Ich kann mit dem Menschen kommunizieren. Ich habe schon den Austausch. Das ist viel, viel wichtiger, als ihn vor ein Lichtgerät zu setzen. Das ist meine Skepsis, die ich habe. Vielen Dank. Ah, ist doch so. Ja, bitte. Wie erkennt man jetzt den Unterschied, ob Photonen zurückgehalten werden?
Doch, also Eigelb ist ja grundsätzlich zu messen. Man sieht ja hier eine relativ hohe Photonenemission, wenn man sich das anguckt, sind das 30 bis 40 Counts pro Sekunde. Ein Mensch strahlt so um die 5 Counts pro Sekunde. Das ist relativ niedrig. Man muss dazu sagen, Menschen haben grundsätzlich immer eine Aufnahme von Photonen. Man weiß nicht, wie viele Photonen reingehen. Das kann man nur messen durch diese Delayed Lumineszenz praktisch, was das System aufnimmt, welche Speicherfähigkeit es hat. Wir messen häufig diese Spontanemission, das, was der Körper von sich ausstrahlt, und schauen einfach, wie viel strahlt er noch ab. Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht wichtig, wenn jemand viel strahlt, ist das eher schlecht, muss ich dazu sagen. Es ist nicht so gut, wie wenn jemand wenig strahlt. Wenn jemand wenig strahlt, weiß ich, er hat viele Photonen inne und behält auch viele Photonen praktisch, um sich selbst zu organisieren. Wenn jetzt aber jemand wenig strahlt oder viel strahlt, in dem Sinne, dann gibt er meistens sein Organisationsprinzip ab. Man kann das auch sehen mit der rechten und linken Seite, mit der Symmetrie. Wenn ich die rechte Seite und die linke Seite messe, sehe ich, die rechte Seite strahlt ein bisschen höher als die linke, dann weiß ich, auf der rechten Seite muss irgendwo ein Problem sein. Und man kann nicht genau sagen, also so weit sind wir noch nicht, dass man sagen kann, wie viel Photonen nimmt er auf, wie viel Photonen gibt er ab, ist es durch die Konzentration, ist es durch eine Krankheit, weswegen er so hoch strahlt, oder ist es einfach, weil er sich konzentriert, dass er viel strahlt. Wir haben Heiler gemessen, die wirklich unter Konzentration auch ihre Photonemission erhöhen können. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, den man noch näher betrachten muss. Also so weit sind wir zurzeit noch nicht. Ja. Geben Heiler denn jetzt viel Photonen ab, dass ich sagen kann, dass sie die übermitteln? Grundsätzlich ist die Hypothese, ich muss deutlich sagen, es ist eine Hypothese von Professor Batchbay, von meinem Vater, mir, die überlegen wirklich, dass diese Photonenemission in der Lage ist, eine Überlagerung stattfinden zu lassen. Das heißt, ich passe mich der gegebenen Information, wenn ich einen Patienten vor mir habe und wie gesagt dieser Austausch da ist, dann passe ich mich dieser Information an, muss also dementsprechend meine Photonenemission erhöhen, um einfach einen höheren Informationsaustausch zu haben, und passe dann diesen Patienten an die richtige Emission an. Also ich ändere seine Photonenemission. Aber dann kann ich doch jetzt mit dem Eigelb nicht richtig sagen, ob es jetzt gut ist, wenn das Eigelb noch viel Biophotonen abgibt. Es ist gut, wenn Eigelb viel Biophotonen abgibt. Ganz aus dem einfachen Grund, wir brauchen ja Licht, um uns zu organisieren. Und Lebensmittel, wie vorhin gesagt, strahlen viel, viel höher als wir Menschen. Wir ernähren uns von Lebensmitteln. Wir nehmen das Licht praktisch der Lebensmittel in uns auf und organisieren uns dafür. Deswegen kann ich sagen, dass eine höhere Photonenemission der Eier um einiges besser ist als eine zu niedrige Photonenemission, weil einfach der Informationsgrad fehlt. Also muss ich davon ausgehen, dass im Grunde jetzt mit den Biophotonen von Pflanzen oder Tieren das sich anders verhält als bei Menschen? Tiere ist auch wieder eine andere Sache. Tiere strahlen auch relativ gering, muss man dazu sagen. Und das ist ähnlich wie beim Menschen. Die haben ganz andere Struktur, ganz anderes Aufbauprinzip. Eine Pflanze praktisch baut sich ganz anders auf als ein Mensch. Und dementsprechend muss ich ganz deutlich sagen, eine Pflanze braucht nicht so viel Licht in dem Sinn, nimmt das Licht auf, speichert sehr viel Licht und photosynthetisiert durch dieses Licht, wie jetzt in der USA Berkeley Universität herausgefunden wurde. Wir essen etwas und nehmen dieses Licht in uns auf. Es ist nicht nur, dass wir etwas essen, wir können uns auch von der Sonne in Anführungszeichen ernähren, aber das wird auf Dauer, würde ich da Hunger kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht das jetzt bei Getreide aus? Das ist schlafende Energie? Getreide? Getreide, schlafende Energie, weil daraus ja erst die Pflanze erwächst. Es ist so, dass das Getreide vor der Keimung relativ gering strahlt und erst ab der Keimung fängt es an, wirklich stark zu strahlen. Also dann geht es wirklich hoch. Das ist möglich. Kann möglich sein, ja. Okay. Will ich jetzt nicht abstreiten. Ja, danke. Ja? Ja, es geht also um das Kochen nochmal. Und in der chinesischen Ernährungswissenschaft, da wird ja empfohlen, dass man zum Beispiel die stark energiefördernde Suppe mindestens 10 Stunden kocht. Steht das nicht im Widerspruch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben?
Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das werden ja frische Lebensmittel da verwendet. Und dementsprechend, die Struktur wird ja teilweise aufrechterhalten. Ich schnippel ja nicht ganz klein oder zermürbe es in dem Sinn, sodass die Informationsgehalt immer noch gut ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich esse eine Suppe lieber, die 10 Stunden gekocht hat, als wenn sie 20 Minuten gekocht hat. Ja. Ja, bitte. Gibt es bereits Messungen an psychisch kranken Menschen? Und wenn ja, gibt es Messungen an psychisch kranken Menschen, gegenübergestellten Messungen an psychisch kranken Menschen, die unter Psychopharmakatherapie stehen? Ja, also Messungen gerade in dem Bereich der Regulationsdiagnose, jetzt muss ich wieder vorwandern, wir haben hier deutlich gesehen, dass die Psychopharmaka dafür sorgen, dass diese Bereiche, also dass die Arbeitsbereitschaft des Körpers enorm nach oben gepusht wird, aber die Energie komplett verloren geht. Also das ist der Unterschied zu normal psychisch erkrankten Menschen, deren Bereich in dem Fall die Arbeitsbereitschaft nachlässt, die Energie aber immer noch gleich bleibt. Also sie haben noch immer die Energie zur Verfügung, die sie aber nicht mehr nutzen. Und die Psyche geht komplett runter, der erste Faktor geht komplett runter. Währenddessen unter Psychopharmaka die Energie auch zu nutzen. Wie stark nutzt der Körper die Energie, also die er zur Verfügung hat? Geändert, es wird die komplette Gedankenstruktur in Anführungszeichen geändert. Also ich kann davon eher abraten, ganz aus dem einfachen Grund. Wir haben auch bei Chemotherapie ähnliche Effekte gesehen und die Leute leiden dann eher an organischen Problemen später und haben die psychischen Probleme immer noch nicht im Griff. Und wir haben gesehen, dass ein Coenzym einen deutlichen Effekt hat, gerade im ersten Faktor, also im psychischen Bereich, wenn die Leute unter Stress stehen und niedergeschlagen sind, auch unter Depressionen leiden. Ein Coenzym, NADH direkt nennt sich das, eine enorme Wirkung zeigt. Und nach 2 Wochen der Einnahme hat es einen deutlichen positiven Effekt gehabt, gerade im ersten Faktor. Also da ist auch noch Forschungsbedarf und da muss man halt auch noch näher reinschauen. Aber wie gesagt, also Psychopharmaka steigert die Arbeitsbereitschaft, der Körper arbeitet viel, viel stärker, braucht aber jedoch seine komplette Energie auf und die Leute gehen dann eher in der Erschöpfung, als dass sie geheilt werden. Also man könnte also vereinfacht sagen, Psychopharmaka setzen dann das Körpersystem mehr unter Stress. In dem Sinn ja. Ja. Ich versuche gerade zu verstehen, als was ich Biophotonen ansehen muss. Und wenn ich das jetzt so versuche, mir klar zu machen, dann scheint es so zu sein, dass je höher ein Lebewesen organisiert ist und je eher es die Biophotonen konzentrieren kann, kohärent verteilt sind, desto besser ist das letztendlich. Besser ist das, richtig. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Biophotonen auch Schwankungen unterlegen sind. Und ich habe vorhin zu ihm auch gesagt, dass ein biologisches System niemals nur in absoluter kohärenter Ordnung sein kann. Es ist das sowohl als auch, nicht das entweder oder. Das sowohl als auch macht diese Kohärenz auch aus. Entweder oder heißt, entweder ich bin stabil oder ich bin instabil. Und diese Starre führt mich im Endeffekt zur Krankheit. Dieses sowohl als auch meint, ich kann stabil sein, muss es aber nicht. Mir steht der Freiraum zu, dass ich auch mal ins Chaos tendieren kann. Und das ist wichtig, dieser Ausgleich. Denn wenn ich ein Immunsystem vor mir habe, das baut sich auch nicht einfach auf, weil es nie krank wird. Das geht nicht. Zurückfinden zur Stabilität. Ja. Wie ist die Wertigkeit von Tiefkühlkost zu Frischkost? Wo kam die Frage her? Ja. Tiefkühlkost zu Frischhaltekost. Wie gesagt, ich habe vorhin schon zu ihr gesagt, dass die Tiefkühlkost in dem Sinn die Struktur komplett auflöst. Durch das Einfrieren, durch das Schnellgefrieren auch, strahlt dieses System während der Tiefkühlphase extrem hoch, muss man dazu sagen, aber nach dem Auftauen ist die Strahlung komplett verloren und auch die molekulare Struktur ist komplett verloren. Also es wird geändert in seiner Struktur. Und diese Frischhaltekost oder Frischkost in dem Sinn hat ja eine normale Struktur, wird gepflückt und ab in die Tüte und dann kann man sie irgendwann essen. Also das ist noch eher gut als diese Tiefkühlkost. Danke. Ja. 5 Minuten? Okay, ich habe noch 5 Minuten im Ring. Bitte? Ja. Ah, das ist super. Das ist gut.
Tiere im Winterschlaf setzen doch auch ihre Körpertemperatur herab und sind hinterher wieder total mobil. Und es soll irgendeine Froschart geben, die wirklich im Eis überleben kann und irgendwann hinterher wieder daherhüpft. Ja, na gut, da gibt es wahrscheinlich Enzyme, die dafür sorgen, dass das System immer noch am Leben bleibt. Wissen wir denn jetzt wirklich ganz genau, dass das bei der Tiefkühlkost nicht der Fall ist? Dass da nicht auch irgendwelche Enzyme mitspielen? Nee, also da spielen keine Enzyme mit. Nee, da kann ich weniger. Es ist ja ein komplettes biologisches System. Wenn ich eine Pflanze abmache, dann stirbt die irgendwann. Also, ja, so ich meine, sie wird ja schockgefroren, ne? Ja, richtig. Man lässt sie ja nicht langsam gefrieren, erst da zwei, drei Tage liegen. Selbst wenn ich es langsam gefrieren lasse, irgendwann wird die molekulare Struktur einfach zerstört. Und das hat nichts damit zu tun. Der Frosch zum Beispiel, der im Eis überlebt, der hält sich am Leben, seine Atmung funktioniert weiter. Der kann ja nicht einfach aufhören zu atmen. Stopp, Stillstand, komplett weg. Also da funktioniert noch was. Und die Enzyme, die laufen weiter, die ganzen Prozesse laufen irgendwo noch ab. Und beim Tiefkühlen oder wenn ich Lebensmittel tiefkühle, dann stoppe ich komplett. Also dann gehe ich, wie vorhin schon gesagt, komplett in die Starre. Und Starre bedeutet meistens Tod. Ja. Sie sprachen gerade von dem Enzym NADH. Ja. Wie verhält sich das nochmal auf die Psyche? Und wie kann gesagt, man das steigert. Separat ich muss dazu sagen, diese Präparate, jedes Medikament, was ich nehme, ist nur, um ein Symptom zu bekämpfen und nicht die Ursache. Also wenn ich die Ursache nicht finde, dann wird das Problem immer wieder kommen. Und NADH-Geschichte, die ist eine Verbesserung, sicher. Das verbessert sich im ersten Faktor, gerade im psychischen Faktor. Die Leute sind auch glücklicher. Es löst wahrscheinlich irgendwo Endorphine oder Glückshormone aus. Das kann ich aber auch durch zwei, drei Tafeln Schokolade kriegen, ja, in dem Fall. Ich muss dazu sagen, dass deutlich hier abzuweichen ist und eher wirklich die Ursache zu finden ist. An dieser Stelle... Ja. Muss ich jetzt sagen, dass wir leider abbrechen müssen, genau. Schade. Ich bitte Sie, offene Fragen können Sie gerne auf dem Zettel, Sie haben ja einen Blog mit beigefügt, schriftlich einfach an uns geben, E-Mail-Adresse, dass wir die entweder am Abend in der Gesprächsrunde noch andiskutieren können. Ich muss ganz kurz sagen, ich bin heute noch auf einem anderen Vortrag, okay, ich bin auf mehreren Hochzeiten. Es tut mir ganz herzlich leid, dass ich dann heute Abend leider nicht dabei sein kann. Aber wie gesagt, ich bin bereit, jede Frage zu beantworten, die per E-Mail kommt. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich werde mir die Zeit nehmen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Und das ist ein tolles Publikum. Ja. Das Schleim am Ende, das bringt immer noch irgendwas. Ja. So, danke sehr. Gerne, gerne. Sehen Sie noch eine Energie auch zu nutzen. Wie stark nutzt der Körper die Energie, die er zur Verfügung hat? Was warm machen auf dem Herd, also ohne Mikrowellen. Aus diesen Faktoren was die Ergebnisse zusammengetragen haben. Mikrowellen essen ist grundsätzlich tot, wenn es aus der Mikrowelle kommt. Also strahlt nichts mehr. Mikrowellen essen ist schlecht, kann ich deutlich sagen, in der Biophotonemission. Ist nicht gut. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Kochen oder Dunsten die Struktur noch ein wenig aufrechterhält, aber diese Mikrowellen zerstören und zerfetzen die komplette molekulare Struktur und dementsprechend ist es auch nicht wirklich ratsam, mit Mikrowelle zu essen. Oder ich denke, ja. Und wie war das jetzt beim Dünsten, wenn wir jetzt einfach nur dünsten oder kurz ankochen? Struktur nicht wirklich. Also nur anfänglich. Es ist so, dass es weniger strahlt, aber immer noch so viel, dass es uns ernährt. Ja. Es ist auch so, dass das Dünsten in der Lage ist, genauso wie das Kochen, die Bakterien abzutöten. Und diese Bakterien strahlen ja selbst. Also dementsprechend ist es logisch, dass es dann ein bisschen weniger strahlt, weil einfach es reiner ist, das Essen. Und auch gesünder und besser für uns. Ja. Wow. Das macht Spaß. Herr Poppe, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Ihre Verhaltenheit der Biofongeräte. Also ich weiß, dass diese Geräte also doch einen immensen Erfolg zeigen, und zwar auch das von dem Herrn Dr. Köhler entwickelte.
Worauf führen Sie das denn dann zurück? Weil ich meine, man hört ja doch eine sehr große Skepsis heraus Ihrerseits. Ich sage nicht, dass diese Geräte schlecht sind. Die Geräte haben bloß nichts mit Biophotonen zu tun. Die Sache ist, diese Lichtgeräte haben ja auch eine gewisse Kohärenzzeit. Diese Kohärenzzeit, wenn man sich vorstellt, der beste Laser, der von den Amis inzwischen entwickelt wurde, der hat eine Zehntelsekunde Kohärenzzeit. Das ist alles, was er hat. Wenn ich mir ein biologisches System ansehe, dann habe ich hier Kohärenzzeiten von Stunden bis hin zu Tagen. Also eine viel längere und breitere Informationsspanne oder Aufnahme oder Möglichkeit der Aufnahme, als ein Photonengerät jemals haben kann. Also ein Lichtgerät jemals haben kann, zumindest zur Zeit. Es mag sein, dass irgendwann sich die Gerätschaften so ändern, dass man diese Kohärenzzeit auch hinkriegt. Man hat Änderungen mit diesen Lichtgeräten und die kann ich auch nicht abstreiten, die weiß man und die haben wir auch gemessen. Wir haben auch Erfolge mit der Regulationsdiagnose gemessen mit Lichtgeräten und das ist auch in Ordnung, das ist gut, es ist der richtige Weg, aber wie gesagt, es hält meistens nur kurzfristig an. Die Sache ist, es müssen mehrere Therapien vonstatten kommen, es ist nicht so, dass eine Therapie wirklich Wunder bringt und dementsprechend bin ich eher der Meinung, dass man diese Sache ist wunderbar, gute Sache, gute Idee, richtiger Weg, aber man sollte sich doch auch auf den Menschen konzentrieren und die Heilung, die vom Menschen selbst ausgeht, eher in den Vordergrund stellen. Denn das hat mehr mit der Psyche zu tun. Wenn ich jemand vor ein Gerät setze, habe ich kein Gespräch mit ihm. Wenn ich mit ihm spreche, weiß ich, was dem Menschen fehlt. Ich kann mit dem Menschen kommunizieren. Ich habe schon den Austausch. Das ist viel, viel wichtiger, als ihn vor ein Lichtgerät zu setzen. Das ist meine Skepsis, die ich habe. Vielen Dank. Ah, ist doch so. Ja, bitte. Wie erkennt man jetzt den Unterschied, ob Photonen zurückgehalten werden, ob sie nicht vorhanden sind, zum Beispiel bei den Photonen, wo sie nicht zu messen sind, und dem Eigelb, wo es auch nicht zu messen ist? Doch, also Eigelb ist ja grundsätzlich zu messen. Man sieht ja hier eine relativ hohe Photonenemission, wenn man sich das anguckt, sind das 30 bis 40 Counts pro Sekunde. Ein Mensch strahlt so um die 5 Counts pro Sekunde. Das ist relativ niedrig. Man muss dazu sagen, Menschen haben grundsätzlich immer eine Aufnahme von Photonen. Man weiß nicht, wie viele Photonen reingehen. Das kann man nur messen durch diese Delayed Lumineszenz praktisch, was das System aufnimmt, welche Speicherfähigkeit es hat. Wir messen häufig diese Spontanemission, das, was der Körper von sich ausstrahlt, und schauen einfach, wie viel strahlt er noch ab. Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht wichtig, wenn jemand viel strahlt, ist das eher schlecht, muss ich dazu sagen. Es ist nicht so gut, wie wenn jemand wenig strahlt. Wenn jemand wenig strahlt, weiß ich, er hat viele Photonen inne und behält auch viele Photonen praktisch, um sich selbst zu organisieren. Wenn jetzt aber jemand wenig strahlt oder viel strahlt, in dem Sinne, dann gibt er meistens sein Organisationsprinzip ab. Man kann das auch sehen mit der rechten und linken Seite, mit der Symmetrie. Wenn ich die rechte Seite und die linke Seite messe, sehe ich, die rechte Seite strahlt ein bisschen höher als die linke, dann weiß ich, auf der rechten Seite muss irgendwo ein Problem sein. Und man kann nicht genau sagen, also so weit sind wir noch nicht, dass man sagen kann, wie viel Photonen nimmt er auf, wie viel Photonen gibt er ab, ist es durch die Konzentration, ist es durch eine Krankheit, weswegen er so hoch strahlt, oder ist es einfach, weil er sich konzentriert, dass er viel strahlt. Wir haben Heiler gemessen, die wirklich unter Konzentration auch ihre Photonemission erhöhen können. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, den man noch näher betrachten muss. Also so weit sind wir zurzeit noch nicht. Ja. Geben Heiler denn jetzt viel Photonen ab, dass ich sagen kann, dass sie die übermitteln? Grundsätzlich ist die Hypothese, ich muss deutlich sagen, es ist eine Hypothese von Professor Batchbay, von meinem Vater, mir, die überlegen wirklich, dass diese Photonenemission in der Lage ist, eine Überlagerung stattfinden zu lassen. Das heißt, ich passe mich der gegebenen Information, wenn ich einen Patienten vor mir habe und wie gesagt dieser Austausch da ist, dann passe ich mich dieser Information an, muss also dementsprechend meine Photonenemission erhöhen, um einfach einen höheren Informationsaustausch zu haben und passe dann diesen Patienten an die richtige Emission an. Also ich ändere seine Photonenemission. Aber dann kann ich doch jetzt mit dem Eigelb nicht richtig sagen,
ob es jetzt gut ist, wenn das Eigelb noch viel Biophotonen abgibt. Es ist gut, wenn Eigelb viel Biophotonen abgibt. Ganz aus dem einfachen Grund, wir brauchen ja Licht, um uns zu organisieren. Und Lebensmittel, wie vorhin gesagt, strahlen viel, viel höher als wir Menschen. Wir ernähren uns von Lebensmitteln. Wir nehmen das Licht praktisch der Lebensmittel in uns auf und organisieren uns dafür. Deswegen kann ich sagen, dass eine höhere Photonenemission der Eier um einiges besser ist als eine zu niedrige Photonenemission. Weil einfach der Informationsgrad fehlt. Also muss ich davon ausgehen, dass im Grunde jetzt mit den Biophotonen von Pflanzen oder Tieren das sich anders verhält als bei Menschen? Tiere ist auch wieder eine andere Sache. Tiere strahlen auch relativ gering, muss man dazu sagen. Und das ist ähnlich wie beim Menschen. Die haben ganz andere Struktur, ganz anderes Aufbauprinzip. Eine Pflanze praktisch baut sich ganz anders auf als ein Mensch. Und dementsprechend muss ich ganz deutlich sagen, eine Pflanze braucht nicht so viel Licht in dem Sinn, nimmt das Licht auf, speichert sehr viel Licht und photosynthetisiert durch dieses Licht, wie jetzt in der USA Berkeley-Universität herausgefunden wurde. Wir essen etwas und nehmen dieses Licht in uns auf. Es ist nicht nur, dass wir etwas essen, wir können uns auch von der Sonne in Anführungszeichen ernähren, aber das wird auf Dauer, würde ich da Hunger kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht das jetzt bei Getreide aus? Das ist schlafende Energie? Getreide? Schlafende Energie, weil daraus ja erst die Pflanze erwächst. Es ist so, dass das Getreide vor der Keimung relativ gering strahlt und erst ab der Keimung fängt es an, wirklich stark zu strahlen. Also dann geht es wirklich hoch. Das ist möglich. Kann möglich sein. Ja. Okay. Will ich jetzt nicht abstreiten. Ja, danke. Ja? Ja, es geht also um das Kochen nochmal. Und in der chinesischen Ernährungswissenschaft, da wird ja empfohlen, dass man zum Beispiel die stark energiefördernde Suppe mindestens 10 Stunden kocht. Steht das nicht im Widerspruch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das werden ja frische Lebensmittel da verwendet. Und dementsprechend, die Struktur wird ja teilweise aufrechterhalten. Ich schnippel ja nicht ganz klein oder zermürbe es in dem Sinn, sodass die Informationsgehalt immer noch gut ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich esse eine Suppe lieber, die 10 Stunden gekocht hat, als wenn sie 20 Minuten gekocht hat. Ja. Ja, bitte. Gibt es bereits Messungen an psychisch kranken Menschen und wenn ja, gibt es Messungen an psychisch kranken Menschen gegenübergestellt Messungen an psychisch kranken Menschen, die unter Psychopharmakatherapie stehen? Ja, also Messungen gerade in dem Bereich der Regulationsdiagnose, jetzt muss ich wieder vorwandern. Wir haben hier deutlich gesehen, dass die Psychopharmaka dafür sorgen, dass diese Bereiche, also dass die Arbeitsbereitschaft des Körpers enorm nach oben gepusht wird, aber die Energie komplett verloren geht. Also das ist der Unterschied zu normal psychisch erkrankten Menschen, deren Bereich in dem Fall die Arbeitsbereitschaft nachlässt, die Energie aber immer noch gleich bleibt. Also sie haben noch immer die Energie zur Verfügung, die sie aber nicht mehr nutzen. Und die Psyche geht komplett runter, der erste Faktor geht komplett runter. Währenddessen unter Psychopharmaka